Ja, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück. Einen schönen Samstag, genauer gesagt. Hier bei Seven Days to Die. Ich habe euch hier in diesem tollen Militärlager verlassen, das wir beim letzten Mal gefunden haben. Ich habe es, glaube ich, soweit auch komplett gelootet. Der hier müsste noch fehlen, genau. Ansonsten haben wir alles durchschaut, haben alles mitgenommen, was es mitzunehmen galt. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis theoretisch die Nacht um ist, oder wir gehen davor, nachdem wir kurz Ausschau gehalten haben, und fahren dann direkt weiter. Irgendwo sammelt einer was, oder irgendwo schlägt einer. Ich glaube da. Mal ganz kurz schauen, wir müssen hier dann gleich nach rechts fahren. Naja, wir haben ein Bier, wir können rennen. Schmeißen dich weg. Ah, da kommen sie. Danke. So, jetzt fahren wir halt direkt weiter. Nutzen die Zeit, die wir haben. Müssen hier runter. Ins Gebüsch rein und gleich geht's nach rechts. Und dann fahren wir mal weiter. Erkunden noch ein bisschen die Map, weil ich hab's ja gesagt, wir sind kurz vor dem Ende der Alpha 15, wenn alles normal läuft. Und da macht's keinen Sinn, großartig mit dem Bauen anzufangen. Zumindest meiner Meinung nach. Sodass wir eben hier noch ein bisschen die Map erkunden. Vielleicht finden wir noch einen Trader, dass ich doch noch meinen Hopfen kriege in diesem Jahr. In dieser Staffel. Eigentlich wird der Zombie nicht mehr brennen, der war im Wasser. Haben relativ viel gutes Zeug in diesem Militärcamp gefunden, weil das auch ein moderneres Camp ist, würde ich sagen. Nicht nur mit Sandsäcken, sondern eben wirklich mit Betonwänden gesichert. Haben immerhin jetzt eine komplette SMG, die hatten wir vorher nicht. Wir haben Parts für eine komplette Magnum gefunden. Wir haben den komplett auf violetten... hier, wie heißt es? Panzerfaust. Rocket Launcher gefunden, mit dem wir ja auch einen Zombie gekillt haben. Die Frage ist jetzt nach Süden oder nach Norden. Wir haben Norden anmarkiert, dann fahren wir auch nach Norden. Also Nordosten. Und werden halt jetzt hiermit diese Staffel ein bisschen ausklingen lassen. Ich habe in der letzten Folge auch einmal den Trader angeschossen, weil ich gehofft habe, dass was passiert, aber ist nicht. Ah, ich dachte, hier wäre jetzt so ein Graben. Wir haben hier eine Stadt gefunden. Sieh mal eine an, mit einem Fort, mit einer Bank. Da haben wir nochmal was zum Looten. Vor allen Dingen ist die Frage, ist das eine ganze Stadt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist wirklich nur so ein Dreiergebäude, so ein Dreierteil. Fahren wir da nochmal hin. Wenn das echt nur diese drei Gebäude sind, ist das hier ein, im Prinzip der Hauptgewinn von Gebäuden, weil Bank hat einige Schließfächer, die es zu looten gilt. Das Hotel hat oben auch ein bisschen was. Und dieses Fort, das ja auch grandios ausgestattet ist normalerweise mit Loot. Das könnte man sich hier theoretisch vornehmen. Aber es geht einem ja nicht mehr ums Looten, sondern ums Erkunden. Und dementsprechend fahren wir jetzt mal da die Straße weiter, gucken, was da Richtung Norden so kommt. Wissen aber, dass wir hier irgendwann vielleicht mal vorbeischauen könnten. Das Leben ist ja doch sehr viel angenehmer mit einem Moped. Kann man nichts gegen sagen. So, wo wäre denn theoretisch unsere Heimat? Wir entfernen uns davon. Ist das okay? Damit wir wirklich neue Sachen entdecken. Und nicht urplötzlich wieder irgendwo rauskommen, wo wir schon zigmal waren. Den Plan für die Alpha 16 bin ich auch schon mehrfach durchgegangen. Brauche ich also nicht nochmal zu wiederholen normalerweise. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen schwierig zu erzählen. Was soll man großartig labern? Die Folge hier kommt am 1. April raus. Und falls ein paar TOS-Spieler bei euch sind, das ist ein bisschen off-topic,
Heute Abend um 20:30 wird die 400. Folge aufgenommen. Wer mitspielen will, Einladung an Krian schicken. Dann kriegt ihr eine Einladung, wenn ihr gegen 8:30, sprich 20:30 online seid. Um eben mit dabei zu sein. Damit habe ich das ja auch nochmal gesagt. Wir haben hier wieder ein paar der Grafikfehler. Die gefallen mir natürlich nicht, weil da kann es urplötzlich zu Problemen kommen. Nämlich urplötzlich Sachen vor einem auftauchen. Aber naja. Ich denke mal, dass wir beim nächsten Zombie eben auch die MP mal nutzen müssen. Wir müssen sie ja mal verwendet haben. Ihr könnt eigentlich auch bald eine Stadt kommen, weil das sehr eben aussieht alles. Oder er kommt nur mit dem Render nicht nach. Mann. Tanke. Häuser. Ist aber anscheinend nur so eine Dreierstadt. Aber hier haben wir noch ein Schwein. Hallo Cowboy. Schön, Cowboy-Zombie. Und noch ein paar Standards, die wir kennen. Aber wir kommen weiter vorwärts. Haben unseren vierten Kill. Das heißt, wir kriegen bald nochmal ein Up am Level, weil wir eben dann unsere fünf Schweine gekillt haben. Das Entfernen des Fleisches oder das Tranchieren des Kadavers, Auseinandernehmen des Schweine... Das Schwein, es macht keinen Sinn mehr, weil wir auch nicht mehr kochen werden. Von daher lasse ich das jetzt auch sein. Hauptsache, ich habe es getötet. Die Nacht ist auch schon wieder rum. Und wir genießen ein bisschen hier die Gegend. Sind noch sehr gut ausgestattet, so vom Aussehen her, finde ich. Wir haben unsere Metallklamotten, also unsere Rüstungen. Leider nicht in einem guten Level, weil ich es nicht geskillt habe. Hier Richtung Sonnenaufgang. Schön. Hier sind auch schöne Gegenden. Also hier das grüne Biom gefällt mir immer am besten. Hier sind auch ein paar Berge, da hätte man sich auch schön niederlassen können. Und wir fahren weiter Richtung Osten, der Sonne entgegen. Da hinten ist Wüste. Sehr schön. Wäre das nicht eine ganz so bergige Map gewesen wäre, hätte man hier echt viele schöne Sachen machen können. Aber gerade da, wo ich mich hintergelassen habe, in dem Areal, da ist ja alles voller Berge. Sieht man hier ja auch noch immer überall Hügel und Berge und alles. Und dann mein Point of Interest. Den wir mal ganz kurz links liegen lassen. Ich will mal schauen, wie weit wir kommen. Was wir noch so alles finden. Vielleicht ein paar schöne Gebäude, wie zum Beispiel diese Raketenabschussbasis, die ich ja schon beim letzten Mal erwähnt habe. Dass wir die eben auch nochmal in diesem Part drin haben, in dieser Staffel, wäre ganz cool. Manche Gebäude gibt es hier nicht, das Footballstadion kriegt man hier nicht. Oder auch diese Indianerstelle und die Goldmine, die gibt es nur in der Neverskane Map. Was im Prinzip ein Grund wäre, Neverskane zu spielen. Weil dafür eben einfach ein paar mehr Gebäude konzipiert wurden. Hier haben wir nochmal eine Stadt gefunden. Aber wirklich interessant kann die für uns ja auch nicht sein. Oh, ein Gefängnis. Kennen wir aber schon. Haben wir schon einmal gelootet. In einer anderen Stadt. Von daher schauen wir mal, wo es weitergeht. Das da drüben könnte noch eine Bank sein. Nee, bist zu klein für eine Bank. Oder? Doch, bist eine Bank. Macht natürlich Sinn, direkt neben dem Gefängnis eine Bank zu bauen. Das heißt, wenn die Insassen hier ausbrechen, können sie direkt Geld abheben und dann weitergehen. Macht Sinn. Da vorne haben wir dieses Standardfort, das es scheinbar in jeder Stadt gibt. Trailerpark. Auch ein schönes Gimmick. Ah, die Polizei könnte auch hier sein. Oder bist du vielleicht nur eine große Bibliothek? Nee, bist eine Polizei. Ja, das macht aber Sinn. Also da haben sie wenigstens, wenn die Bank schon schnell ausgeraubt wird, ist die Polizei wenigstens schnell da. Da kann man denen schon mal nichts irgendwie vorwerfen.
So, hier haben wir leider keinen Ausgang. Das heißt, wir haben hier leider keinen neuen Weg. Müssen also wieder irgendwie zurückfahren teilweise. Um einer Straße zu folgen. Hallo Hirsch. Hier zum Beispiel. Geht's eben ein bisschen nach Westen. Wie immer natürlich auch, ich nehme ja im Voraus auf, also bei mir ist gerade Freitag. Das heißt, ich konnte noch nicht auf eventuelle Sachen von Samstag und Sonntag Video, sprich von dem Horden, von der Hordenfolge eingehen, weil mir das sonst immer ein bisschen zu knapp wird. Ich habe da gern ein paar Tage Luft zwischen, damit mir auf keinen Fall eben irgendwelche Fehler unterlaufen, was das Uploaden angeht oder so. Von daher konnte ich da nicht drauf eingehen. Das heißt, wenn ihr jetzt gesagt habt, ja, ich hätte das unbedingt bauen sollen, tut's mir leid. Vielleicht kriegen wir es in der nächsten Staffel, dass wir dann wieder so einen Punkt finden mit so einem Graben oder mit einem Abgrund und dass wir da diesmal wirklich so ein Podest drüber bauen, dass wir uns da in der Hordenzeit einfach draufstellen, damit die Zombies an uns vorbeirennen, runterfallen oder so. Wäre ganz lustig. Können wir sicherlich für die Alpha 16 mal im Kopf behalten. Um dann eben das da einzubauen. Da rechts noch mehr Berge. Jetzt geht es mal ein bisschen in die Wüste rein. Finde ich auch mal schön, ein bisschen Sand zu sehen. Nicht dauert nur Schnee und verbranntes Biom, sondern auch mit ein bisschen Sand. Wundert mich auch, dass wir nur einen Bunker gesehen haben. Oder zwei. Mehr nicht. Vor zwei, drei Staffeln habe ich ja Bunker an Bunker gesehen. Und diesmal eher weniger. Vielleicht haben sie die ein bisschen reduziert, weil doch sehr viele unterwegs waren im vorherigen Alphas. Das kann sein. Aber hier lässt sich's ganz gemütlich fahren aktuell. Kein Stress. Da hinten geht's Richtung Schneebiom. Schade. Ich habe den Zettel nicht dabei, um Lumberjack, also die Holzfäller-Zombies mit der Feuerwerks zu killen. Sonst hätten wir die machen können. Hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen, um die Chance zu haben, ein paar von diesen Aufgaben zu lösen. So, es ist hell genug. Gerade wenn das die Sonne daneben auch ist. Schöne rote Wüste. Ich hoffe ja auch, dass sie ein bisschen mehr an der Performance noch machen. Ich meine, ich habe jetzt hier um die 20, 25 FPS. Wohin wollen wir denn mal? Immer weiter nach Osten kommen. Bisschen weiter Richtung Osten geht's. Oh, hier können wir einen riesen Bogen nehmen. Da wollen wir hier bergab. Ah, ich habe gesagt, wir fahren nach Osten. Dann fahren wir nach Osten. Benzin sparen. Wir lassen uns hier rollen. Und dann geben wir wieder Gas. Was hier bei der Alpha 16 spannend wird, ist dieses Distance Point of Interest. Das heißt, man kann, wenn man auf einem hohen Berg ist, schon von Weitem erkennen, da ist eine Stadt, da ist ein großes Gebäude, wo es vielleicht Sinn machen würde, hinzufahren. Ist natürlich gerade, wenn man dann hohe Sichtweite hat eingestellt hat, sehr schön, wenn du dann gerade so auf einem hohen Berg stehst wie hier, kletterst du mal hoch, guckst ein bisschen durch die Gegend, siehst, da ist eine Stadt, da ist eine Stadt, da ist eine Stadt, markierst dir so etwa die Richtung und dann weißt du, okay, ich mache mich jetzt in diese Richtung und fahre eben nicht so wie ich jetzt blind drauf los. Wobei das ja auch ganz nett ist, wenn du mal so ein bisschen unterwegs bist, ein bisschen erkundest, ohne großes Ziel, ein bisschen drüber hinweg laberst, mehr oder weniger. Einfach nur um zu gucken, was es so gibt. Da unten Wasser, rundherum auch nur Wüste. Also wir werden vorerst die Wüste nicht verlassen, wie es aussieht. Fahren mitten rein. Deswegen ist wahrscheinlich da dieser Point of Interest auch zum Wasserloch geführt, dass du eben weißt, Wasser ist hier durchaus was Interessantes in der Wüste. Eine andere Möglichkeit, die es hier durchaus gäbe,
die ich bisher noch nicht wirklich in Betracht gezogen habe, aber ich will sie mal in den Raum schmeißen. Wer hat in der Alpha 16 auch das Spielen mit Mods? Es gibt ja einige Mods, die ja auch sicherlich nicht direkt, aber dann zeitnah zum Alpha 16 Release auch für die Alpha 16 angepasst werden würden, nehme ich an. Wenn jeder welche kennt und vielleicht Lust hat, können wir vielleicht mal eine Mod reinhauen. Muss man halt mal schauen, dass man eventuell häufiger 7 Days to Die normal streamt und Aufnahmen mit Mods macht oder so. Ich will es nicht versprechen, das wäre uns mal so ein Einwurf, über den ihr euch mal Gedanken machen könnt. Upsala. Will ich hoch oder will ich runter? Ah, wir fahren da runter, das ist eine Stadt. Schauen uns die Stadt da mal an. Was es da Schönes gibt. Vielleicht haben wir hier irgend so ein schönes Gebäude, was wir noch nicht kannten. Ein paar normale Gebäude. Das ist aber groß. Also wenn wir gerade mal gucken, hier sind einige Reihen. Jetzt haben wir hier das Ende entdeckt. Und es geht hier sogar ins Schneebiom rein. Kennt man ja, Schnee direkt neben der Wüste. Und da vorne links scheint das Ding noch weiter zu gehen. Oder das ist eine weitere Einfahrt in die Stadt. Das kann auch sein. Ich fahre hier mal so ein bisschen zickzack durch. Um mal da einfach ein paar Häuser spawnen zu lassen. Um zu sehen, was hier sonst noch so alles auffindbar wäre. Weil es für mich ja nicht interessant ist. Aber um zu wissen, okay. Was hätte es hier gegeben? Powerboost Skatepark. Den haben wir zum Beispiel noch nicht gesehen. In dieser Staffel. Da haben wir einen Bunker. Im unschönen Biom. Funeral. Entschuldigung, Zombie. War nicht beabsichtigt. Ich schwöre. Hier haben wir einen Poppenpilz. Jetzt fahren wir die nächste wieder links rein. Da wäre auch noch eine Bank gewesen. Also wir hätten jetzt schon drei Bänke, die wir ausrauben könnten. Um an Loot zu kommen. Noch ein Gefängnis, wieder direkt nebendran. Sehr gut. Dann könnte es hier auch irgendwo eine Polizei geben, oder? Mit Ankündigung. Da ist sie. Oh, ein Hund. Und direkt daneben im Friedhof. Das ist immer gut. Insgesamt eine schöne Stadt. Viel Loot wäre hier gewesen. Natürlich auch über drei Biomgrenzen hinweg. Ist immer ein bisschen unschön, finde ich. Ich meine, du hast hier Schneezombies, normale Zombies und Hunde. Wahrscheinlich auch noch Polizisten-Zombies, wenn du Pech hast. Da ist ja kein Weg, den ich fahren kann. Wir können da ins Schneebiom fahren, da rechts. Machen wir das doch mal. Hier ist noch ein Friedhof. Ich dachte, hier wäre eine Straße. Doch, sieht nach Straße aus. Folgen wir doch mal hier diesen Weg. Wahrscheinlich jetzt hier wieder zurück. Nee. Ups. Entschuldigung. Wir müssen sowieso mal nachtanken hier. So, jetzt können wir alles mal reinschmeißen, was wir hier eh nicht mehr brauchen. Wir haben sowieso eine SMG. Da brauche ich dich gar nicht. Trunk. Könnten wir nach dem letzten Schwein machen. Dass wir eben dann versuchen, einen Zombie mal betrunken zu erschlagen mit der Faust. Können ihn davor ein bisschen so weit runter verletzen mit Pfeilen oder im Prügel, dass wir dann noch ein, zwei Schläge brauchen. Ja, hier scheint es hoch zu gehen. Die Straße ist echt schwer zu erkennen für mich gerade. Also wenn da nicht ab und zu mal so ein Auto wäre, wüsste ich nicht, wo ich langfahren müsste, um auf der Straße zu bleiben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt da runter. Ja, aber nicht auf einer Straße. Sodass wir hier langfahren.
keine Beschwerden, was das Essen angeht. Ich habe auch nicht aufgepasst, wann der Händler wieder restockt, dass er eben neuen Loot kriegt. Um dann halt mal vorbeizuschauen. Weil ich will Hopfen kaufen. Ah. Schon besser. Fahren wir jetzt direkt wieder zurück in die Stadt, aus der wir hergekommen sind. Das wäre auch irgendwie cool gewesen, jetzt so einen riesen Bogen zu machen. Aber ist eher unrealistisch. Da scheint urplötzlich ein Loch entstanden zu sein. Könnte ein Auto explodiert sein. So, vom Schnee wieder zurück in die Wüste. Hier kriegst du echt Probleme mit dem Kreislauf bei diesen Temperaturwechseln. Musst du aufpassen. Wir haben schon wieder eine Stadt gefunden. Sherman Foods. Neben einem Wohnhaus. Das ist sicherlich gut zum Einkaufen hier, wenn du da lebst. Miete könnte problematisch sein. Wrecking Stiff Tools ist auch da. Ne, ist ein Shotgun Messiah. Poppen Pills. Immerhin ist das keine bekannte Stadt. Entschuldigung. Da haben wir ein kleines Café. Schön. Ist aber eine Kette. Bobs Café kennen wir ja schon. Hier sind noch ein paar Wohnhäuser. Ah, sehr schön. Natürliche Kunst. Wir fahren mal weiter Richtung Westen wieder. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind hier. Einige Kilometer unterwegs. Fahren jetzt hier so ein bisschen zurück. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Vielleicht können wir die Staffel bei mir zu Hause beenden. Und dann zu sagen, hier hat's angefangen, hier hört's auf. Jetzt kommen wir ins Ödland rein. Wie das aussieht. Könnte aber auch Steppe sein. Na, Steppe. Vom Weiten her sieht das relativ gleich aus, dieses grünliche. Aber sobald man dann das Gras sieht, weiß man, wo man eigentlich dran ist. Das Wetter will auch nicht mehr mitspielen. Es fängt an zu regnen. Zum Glück haben wir unseren Helm auf. Die Handschuhe haben aber schon Stil. Die Militärhandschuhe. Sehen ganz schön aus. Jetzt führt uns das wieder so ein bisschen Richtung Heimat. Wollen wir mal gucken, ob da irgendwo eine andere Abbiegemöglichkeit ist. Weil wir doch ein bisschen Distanz zwischen Heimat und uns gebracht haben bei dieser Fahrerei. Aber immerhin wisst ihr jetzt, wenn ihr dieselbe Map spielen solltet wie ich, warum weiß ich nicht, aber kann ja sein, habt ihr jetzt vielleicht ein paar interessante Punkte für euch entdeckt, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ah, das sieht natürlich auch cool aus, der Berg. Ah, warte. Ich muss das einfach machen, weil ich es kann. Und das waren sogar nur 5 Schuss, obwohl ich Dauerfeuer hatte. Aber nochmal hier, das da oben, oben auf dem Berg jetzt ein Haus hingebaut, eine riesengroße Burg oder so, das wäre halt cool gewesen. Das wäre schon eine nette Story. Dann hier so, immer mal wieder, mittendrin so ein paar Reihen an Spikes. Oder so ein paar Spike-Wände bauen. Vielleicht so ein paar Schützendinger aus Stahl oder Concrete. Hätte man schön was machen können. Vor allen Dingen hier relativ steil. Da kommt kein Zombie hoch. Nur wenn er schräg geht. Und das dauert natürlich. Und das kostet Zeit. Hier an der Straße müsste man dann eben dicht machen. Keine Ahnung. Rundherum was bauen oder so. Aber ich muss hier mal hochfahren. Ich muss mir mal gucken, ob wir hier bis nach oben hinkommen auf den Berg.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Einschalten. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid dabei, wenn es wahrscheinlich morgen weitergeht. Soll die Alpha 16 da sein, natürlich mit Alpha 16 Folgen. Ich versuche da, wie bisher immer, direkt nach dem Release der Alpha, wenn ich es mitbekomme, eine Aufnahme zu machen. Insofern Real Life nicht im Weg steht. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Samstagabend. Habt Spaß. Vielleicht bis heute Abend und auf Wiedersehen, Leute.